Nordfriesland, an der Westküste Schleswig-Holsteins gelegen, besitzt einen ausgeprägt landwirtschaftlichen Charakter. Der schwere, fruchtbare Marschboden konnte jahrzehntelang nur als Dauergrünland genutzt werden. Durch geschickte Ausnutzung von Ebbe und Flut wurde Meeresboden angelandet und durch Eindeichung eine kontrollierte Wasserführung erreicht. In dem so entstandenen Kog erschienen zuerst die Queller. Das Land überzog sich mit der Pflanzendecke und wurde schließlich zum Dauergrünland. Die Wasserregulierung wird durch ein System offener Gräben erreicht. Die geregelte Wasserführung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Landwirtschaft im Kog, denn das Land liegt unter Normalnull. Über lange Zeit sind nordfriesische Rinder ein Begriff für Qualität. Die saftigen Marschweiden bilden die Futtergrundlage. Die einseitige Nutzung des Bodens führt schließlich aber zu einer Degeneration des Bodens, zum Ertragsrückgang und zu starker Verunkrautung. Neue Ideen müssen her. Praxisreif sind sie zu entwickeln. Das ist ein Betrieb mit neuen Ideen. 1958 ein 20 Hektar Betrieb vom Vater geerbt. Mit Schafen, mit Rinderzucht, mit Geflügel, mit Rindermast, mit Schweinen, mit Tulpenzwiebel und Pferdezucht. 4 Jahre später ist das weg vom Hof. Die neuen Ideen: reiner Getreidebau. Vergrößerung des Betriebs durch Pacht- und Landzukauf. Viehtränken und überflüssige Gräben müssen verschwinden. Moderne Maschinen helfen bei der Umstellung. Der Hof wird umgebaut, die Gebäude den neuen Zwecken entsprechend eingerichtet, um die anfallende Ernte aufnehmen und lagern zu können. Auch auf den Feldern ist noch einiges zu tun. Je größer die Felder, desto besser und rationeller der Einsatz der Maschinen. Also alles Überflüssige einebnen. Dazu bequeme Ein- und Ausfahrten zu den Feldern. Aus dem 20 Hektar Betrieb sind 680 Hektar mit 70 Parzellen geworden. Die zugeschütteten Gräben werden durch Drainagen ersetzt. Diese Arbeiten werden im Lohnauftrag vergeben, genau wie das Kalken. 50 bis 100 Doppelzentner pro Hektar Kalk sind notwendig, um den schlechten pH-Wert von manchmal 4,3 auf das Optimale anzuheben. Hochwertiges Saatgut aus absolut unkrautfreien Saatzuchtbetrieben sind eine Selbstverständlichkeit. Raps, Winterweizen und Wintergerste werden in dieser Folge angebaut. Manchmal auch ein Schlag Roggen. Die weitesten Felder liegen 20 Kilometer vom Hof im Friedrich-Wilhelm-Lübcke-Kog. Das ist gar nicht so schlimm. Es müssen nur genügend starke, schnelle und wendige Maschinen da sein. Sie sind vorhanden, und zwar 7 D130-06A mit je 120 PS. 3 Unimox mit je 84 PS. 5 Mähdrescher M1200 mit 4,35 Meter Schnittbreite. Eine 90 PS Planierraupe. 5 5-Schar Beetpflüge mit 1,80 Meter Arbeitsbreite. 4 Bodenfräsen mit 2,50 Meter Arbeitsbreite. Ein 20 Meter breites Spritzaggregat mit 2000 Liter Tank.
3 Grubber mit 5 Meter Arbeitsbreite. 4 Drillmaschinen mit vorgeschalteter Kreiselegge. Alte Ernte und neue Bestellung müssen in der Zeit vom 25. Juli bis 30. September erledigt sein. Ab Oktober fällt zu starker Regen. Tritt einmal eine Störung auf und der 6-Tonnen-Hänger ist auf feuchter Stelle versagt, wird sofort über Funktelefon Hilfe geholt. Alle Maschinen sind über das Telefon zu erreichen. Das Korn wird sofort in die hofeigene Getreidetrocknungsanlage gebracht. Diese 12 Tonnen Durchlaufgetreidetrocknung wurde durch betriebseigene Kräfte installiert. Die Ausmaße dieser Anlage bestimmen das Hofbild, genauso wie der Transportkanal von der Trocknung zum Kornsilo. Auch dieser Silo ist selbst gebaut. Und mit allen Einrichtungen zur Belüftung und Kühlung versehen. Der Getreideverkauf erfolgt später bei günstigerer Preislage. Nur Raps wird direkt abgeliefert und verkauft. Gleich nach der Ernte beginnt die Bestellung. Abgeerntete Felder liegen nur kurze Zeit in Stoppeln. Sie werden gefräst. Wo zu viel Stroh liegt, wird es verbrannt. Mittag gegessen wird draußen auf dem Felde. Wenn das Wetter es zulässt, wird von morgens früh bis in den späten Abend hinein gearbeitet. 10 Wochen sind nur eine kurze Zeit, die für Ernte und Bestellung zur Verfügung stehen. Die unbeständige Witterung an der Küste treibt zur Eile. Sobald die ersten Schlepper bei der Ernte frei sind und genügend Acker gefräst ist, beginnt das Pflügen. Gedrillt wird direkt hinter dem Pflug. Vor den Sägescharen der Drillmaschine
läuft eine zapfwellenangetriebene Kreiselegge, die die raue Pflugfurche so herrichtet, dass gedrillt werden kann. Pflügen und drillen auf einen Schlag. Konzentration der Menschen und der Maschinen an einer Stelle. Das sind rationelle Wirtschaftsmethoden. Das fertig bestellte Feld wird mit Herbiziden gespritzt. Herbstspritzung ist auf der Marsch vorteilhafter. Die Saat läuft auf. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Der Winter kommt. Die Arbeit auf dem Felde ruht. Doch bald rührt sich wieder neues Leben. Der Frühling naht. Der Kiebitz ist wieder da. Und wenn die Jungstörche auf dem Dach stehen, ist Erntezeit. Das Korn ist reif. Die Mähdrescher beginnen ihre Arbeit. Fahren, fahren, fahren. Das ist jetzt die Parole. Ohne Unterbrechung beim Mähdreschen werden die Bunker entleert. Ein Rad greift in das andere. Lagergetreide macht dem Mähdrescher nichts aus. Langstroh wird durch Kurzspritzen im Frühjahr möglichst vermieden. Und immer wieder kontinuierlicher Arbeitsfluss. Eine starke Persönlichkeit mit großem Organisationstalent, mit viel technischem Wissen und langer praktischer Erfahrung ist notwendig, um in der Zeit von 10 Wochen auf 680 Hektar die alte Ernte einzubringen und die neue Bestellung abzuschließen. Einen Ausfall darf es nicht geben. Das Betanken und Warten der Maschinen erfolgt in aller Herrgottsfrühe durch den Chef und seinen Sohn. Sobald das Korn trocken ist, wird wieder gedroschen. Neue Ideen in die Praxis umgesetzt und durch den Erfolg bestätigt, haben aus einem kleinen Betrieb von 20 Hektar innerhalb 15 Jahren den Großbetrieb von beinahe 700 Hektar geschaffen. Mit den klimatischen Schwierigkeiten an der Nordseeküste, die den ertragreichen Getreidebau bisher behinderten, wurde man fertig. In genialer Abstimmung der enormen maschinellen Schlagkraft der Großmaschinen auf die Betriebsfläche werden Getreideernten erzielt, die mit über 65 Doppelzentner pro Hektar weit über dem Durchschnitt liegen. Die einmalige Leistung von Herrn Mathiesen im Herrenkoop hat nicht zuletzt auch ihre wissenschaftliche Anerkennung durch die Verleihung der Johann Heinrich von Thünen-Medaille,
der Universität Kiel gefunden.